Nun haben wir es schwarz auf weiß. Der über 300 Seiten lange Ischgl-Bericht der unabhängigen Expertenkommission bestätigt die freiheitliche Kritik. Der Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwärtsger bezeichnet den Bericht als wahre Politbombe. Das Kollateralversagen der Tiroler Gesundheitsbehörde und der schwarz-grünen Bundesregierung hat seine Auswirkungen bis heute. Durch das späte Schließen der Liftanlagen und Partylokalitäten wurde das Virus in aller Herren Länder getragen. Während Island bereits am 5. März Ischgl als Risikogebiet klassifizierte, passierte von Seiten der Bundesregierung nichts. Und noch Tage danach war Halligalli angesagt, kritisiert FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die Bundesregierung hat in der Causa Ischgl kläglich versagt und damit das Leben vieler Menschen gefährdet. Klar ist, Kurz ist der Superspreader Österreichs, der unser Land und das Land Tirol weltweit in Verruf gebracht hat.